Hallo, servus, hier ist der Nico. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Eine weitere Folge von meinen häufig gestellten Fragen, meine Antworten, meine Anregungen. Heute geht es eigentlich um nichts Substanzielles. Es geht nur um die Frage, wieso ich manchmal so wenig Content bringe und manchmal so wenig Videos hochlade oder so selten und manchmal ein halbes Jahr Pause habe. Da soll es nur so ganz bisschen drum gehen, einfach damit ihr da Bescheid wisst. Und da hört man manchmal so einen Traktor und wir schauen nicht, dass der die Kamera abmäht. Genau, darum soll es heute gehen. Nur ein paar Minuten, nichts besonders Spannendes, einfach nice to know, maybe. Jo, dass ich relativ wenig Videos hochlade, liegt daran, dass ich relativ wenig Touren mache. Und wenn, dann verfilme ich immer nur Touren und haben wir tatsächlich. Servus. Wenn, dann verfilme ich immer nur Touren und eine Tour ist halt, ja, ihr kennt mich, meine Touren, die kennt ihr halt irgendwo nach Italien radeln oder irgendwas Tolles erleben, eine Reise wagen. Reisen kann man natürlich nicht jeden Tag, leider. Ich habe einen ganz normalen Vollzeitjob, wo ich sogar deutlich mehr arbeite als mein Vertrag, mein 40-Stunden-Vertrag, das so eigentlich erwarten ließe. Ich baue also viele Überstunden auf. Diese Überstunden helfen mir dann natürlich schon, dass ich immer mal wieder freinehmen kann. Aber die Grundlast bei mir ist schon relativ hoch, arbeitstechnisch, weshalb ich nicht immer zu allem komme, auf was ich eigentlich Bock hätte. Also ich habe so viele Touren geplant, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber naja, irgendwann. Vielleicht nehme ich ja mal ein Sabbatical und mache nichts anderes als Fahrradfahren. Sabbatical hätte ich ziemlich Bock drauf, aber noch nicht. Genau, also zum einen liegt es daran, dass ich nicht so häufig auf Tour gehe und zum anderen liegt es daran, dass wenn ich dann was mache, dann möchte ich es auch gescheit machen, dann möchte ich das Material nicht einfach so rauspulvern, irgendwie ungeschnitten oder sonst irgendwas, sondern ich gebe mir ziemlich viel Mühe mit dem Schnittprogramm. Ich bin da ja ein totaler Autodidakt, also ich habe mir das alles selber beigebracht, allerdings bin ich da immer noch nicht besonders ganz toll drin. Die Routinen fehlen mir natürlich auch, dadurch, dass ich das manchmal dann doch ziemlich selten mache und wahrscheinlich wird so mancher Profi im Filmschnitt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was ich da eigentlich für Nonsens tue. Aber okay, so ist es halt. Ich habe da so meinen Trampelpfad gefunden, wie ich so meine Filme so ein bisschen schneide. Und dieser Trampelpfad, der ist recht verschlungen und braucht halt ziemlich viel Zeit, bis ich den begangen habe und somit dann der neue Film für euch draußen ist. Ich könnte es mir natürlich leicht machen und vor allem irgendwelche Vlogs, das Wort allein schon finde ich ganz schrecklich, irgendwelche Vlogs machen, wo ich halt euch mitnehme, wie ich in die Arbeit radel oder wie ich mir die Zähne putze oder wie ich mir, keine Ahnung, wie ich shoppen gehe oder sonst irgendwas. Okay, shoppen gehe ich nicht allzu oft, das wird nicht viel bringen. Oder wie ich 20 Kilometer irgendwo zum Starnberger See zum Beispiel jetzt radel, von München aus sind es 25 Kilometer, das ist ja schnell gemacht. Aber da fehlt es mir ein bisschen an der Reiz, darüber dann einen Film zu machen. Also jetzt insbesondere übers Zähneputzen, das ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Spaß beiseite. Ich möchte euch mitnehmen zu besonderen Sachen. Und besondere Sachen sind für mich halt einfach so Geschichten wie irgendeinen Berg bezwingen, irgendein Sehnsuchtsziel erreichen, irgendwie ganz tolle Natur erleben. Das kann dann auch mal eine unspektakulär einfach im Voralpenland natürlich sein oder so, aber es muss also nicht immer der höchste Gipfel sein, aber es sollte irgendwie irgendwas Besonderes haben. Und dann habe ich auch eigentlich erst diesen Moment, dass ich sage, das ist für mich eine Reise und diese Reise ist es wert, verfilmt zu werden. Das heißt, ich versuche lieber ein bisschen weniger Content zu liefern, dafür aber schöneren und einen, der authentisch ist. Ich könnte, wie gesagt, einfach künstlich möglichst viel Material hochladen, damit möglichst meine Klickzahlen ansteigen und somit der Algorithmus von YouTube gefüttert wird. Der ist nicht zu unterschätzen, dieser Algorithmus, aber das wäre nicht ich und ich glaube, das würdet ihr auch relativ schnell merken, wenn ich gar keinen Bock auf die Sachen habe, die ich da so erzähle oder die ich da so mache. Und ganz ehrlich, ich lebe ja jetzt hiervon nicht, also natürlich durch die Werbung verdiene ich ein bisschen was, aber es ist mit Sicherheit weniger, als ihr meint, dass es sein könnte. Und es würde mir was bringen, wenn ich jeden Tag am besten was hochlade, weil das bringt natürlich YouTube was, weil ihr dann jeden Tag einschalten würdet.
Deshalb vergüten die das natürlich besser. Aber das entspricht einfach nicht meinem Naturell und das wird auch in Zukunft nicht so sein. Diese Videoreihe jetzt hier, die sorgt jetzt natürlich schon für einen gewissen mehr Inhalt, als ich normalerweise euch bieten könnte durch meine Touren. Und da nähere ich mich ja fast schon einem Vlogger an, wobei ich das dann doch verneinen würde. Bin ich weiterhin nicht. Gut. Ich habe jetzt festgestellt, das Stilfsa-Joch-Video, was ich gemacht habe, ist ziemlich in die Höhe geschnellt, was so die Aufrufzahlen und so angeht. Finde ich natürlich mega cool. Und da habe ich mir natürlich schon gedacht, ja, du, eine gesunde Mischung aus Mehrtagestouren oder aus so ganz langen Strecken und vielleicht einmal eine kleine Tagestour ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Also das werde ich schon versuchen, dass ich öfter jetzt mal auch so eine kleinere Tagestour mache. Und mit Tagestour meine ich dann eben jetzt nicht unbedingt über die Berge rüber, sondern vielleicht einfach mal nur einen schönen Berg hochfahren oder so. Da kann ich euch ja auch mitnehmen. Ich glaube, da bleibe ich meinem Kanal irgendwie trotzdem treu. Jetzt kommen Leute, müssen wir aufpassen. Servus. Servus. Ups. Filmt in die Richtung, keine Sorge. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie ich das machen könnte oder ob ich das machen sollte, ist, dass ich ja auch noch andere Hobbys habe, wo ich auch ziemlich viele Bilder und Videos immer mache und ob ich da auch vielleicht auch einfach mal einen kleinen Film zusammenschnippeln sollte, jetzt dann halt natürlich kürzer als das, was ich sonst so mache mit dem Fahrradfahren. Beispielsweise, wenn ich mit meinem T3 unterwegs bin und da wirklich durch wunderschöne Landschaften gefahren bin, keine Ahnung, Peloponnes oder die Dolomiten im Winter oder sonst irgendwas, entweder sowas oder was ich auch gerne mache, ist wandern gehen. Ich habe auch vor, dass ich mal nach Meran wandere, am liebsten würde ich sogar mal hinjoggen, aber lauter so Dinge, da gäbe es natürlich auch Potenzial, dass ich da was mal hochlade. Und ja, keine Ahnung, vielleicht, da könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ob ihr das irgendwie komisch fändet oder ob das durchaus in Ordnung wäre. Denn immerhin, dieser Kanal, da steht ja nicht, dass er was mit Fahrrad zu tun hat, sondern eigentlich nur Gagelfing. Und unter Gagelfing kann man sich eigentlich eh nichts vorstellen. Man verbindet es nur mittlerweile ein bisschen mit Fahrradfahren. Aber dass der Gagelfing natürlich eigentlich auch noch andere Dinge tut, ist ja so. Genau, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein, dann sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald. Hey, hier ist der Gagelfing. Grüßt euch. Ich nehme euch mit heute hier. Total geil. Schaut es euch an. Aber das war's auch schon wieder. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich wollte euch nur mal ganz kurz einen Videobeitrag hochladen, damit ihr da draufklickt und damit ich möglichst viele Klickzahlen bekomme auf meinem Kanal. Eigentlich hat das überhaupt gar keinen Inhalt jetzt gehabt hier. Aber gut, ich verpack's so. Ich will euch ein bisschen die Natur zeigen. Da schaut's nochmal her kurz. Da habe ich euch doch jetzt gezeigt. Ist das nicht toll? Somit habe ich jetzt ein paar mehr Klicks und somit läuft es bei mir auf meinem Kanal viel besser. Ich hoffe, dass ich dann bald die richtigen Sponsorenverträge bekomme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten unsinnigen Inhalt.